Das literarische Quartett kommt heute aus Frankfurt. Es nehmen wie üblich teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unser Gast heute ist Ruth Klüger. Sie stammt aus Wien, was Sie bald hören werden, lebt aber seit weit über 40 Jahren in den Vereinigten Staaten und ist ihres Zeichens Germanistin und Literarhistorikerin, hat zahlreiche Arbeiten vorwiegend in englischer Sprache publiziert und ein seit einem Jahr glücklicherweise sehr erfolgreiches Buch Weiterleben. Wir haben heute 5 Bücher wie üblich vor uns, 2200 Seiten, die wir zu lesen hatten, 5 Bücher, 2 angelsächsische Autoren, 2 deutschsprachige Autoren und zum Schluss als Krönung, als Apotheose ein europäischer und amerikanischer Autor. Zugleich zum Schluss Wladimir Nabokov. Wir beginnen mit dem Buch von Naipaul. Ja, V.S. Naipaul, einen angelsächsischen Autor zu nennen, würde ich schon meine Schwierigkeiten haben. Er ist ein gebürtiger Inder, aber aus Trinidad, also in der Karibik, geboren, mit 17 Jahren nach England gekommen, seither dort, wenn er nicht gerade auf Reisen ist, sesshaft. Sesshaft geworden, aber eigentlich erst in einer Gegend namens Wiltshire. Es ist in der Nähe von Stonehenge, eine englische, südenglische Grafschaft. Dort hat sich V.S. Naipaul angesiedelt. Dort hat er 10 Jahre seines Lebens gelebt. Und von diesen 10 Jahren seines Lebens handelt dieser Roman. Er nennt ihn einen Roman, ich glaube aber doch, es ist eher ein autobiografischer Text. Der heißt Das Rätsel der Ankunft. Gemeint ist damit wohl auch die Ankunft in einem größeren Sinne. Naipaul hat sich doch eigentlich als jemand, der aus einer verkommenen englischen Kolonie kommt, in Großbritannien nie wirklich heimisch gefühlt. Das erste Mal, wo er so etwas wie ein Gefühl von Zugehörigkeit entwickelt hat, war auf diesem kleinen Landsitz, auf dem er in einem Cottage gewohnt hat. Ein Landsitz, der sehr heruntergewirtschaftet war, der immer mehr verfallen ist und der doch für ihn eine Epoche des Glücks war, eine Epoche auch, wo er sich selbst als Schriftsteller gefunden hat nach einer tiefen Krise, wo er das Gefühl hatte, dass die Natur und die Gegend dort ihn heilt. Also es ist da eine Erzählung, in der scheinbar sehr wenig passiert, außer dass die Jahreszeiten beschrieben werden und außer dass, obwohl sich das immer wieder dreht und die Jahreszeiten kommen ja immer wieder, merkt man doch, und das wird sehr genau und sehr penibel beschrieben, wie diese wunderbare englische Landschaft verfällt. Der Landsitz selber verkommt, die Ökologie geht aus dem Leim, die Natur stirbt und eigentlich ist es das Ganze eine ganz große Metapher für den Untergang des englischen Empire, aber auch ein großes Klagelied, eine große Untergangsrhapsodie auf den Niedergang der Natur. Also obwohl das Buch von den Themen her und von der autobiografischen Anlage sicher fast das Wichtigste ist, tut man Naipaul sicher Unrecht, wenn man das als erstes lesen würde und ihn danach beurteilen. Es ist nämlich, ich möchte das zunächst mal sehr ungedeckt sagen, ein grausig langweiliges Buch. Ich wollte es während des Lesens mehrmals gegen die Wand schlagen, als ich zum 15. Mal lesen musste, dass der Jack, der da stirbt, dass der Garten an sich an der Straßenseite liegt, aber inzwischen an der Hinterseite. Das wird einem jedes Mal gesagt. Oder es wird gesagt, wie er den Besitzer nicht gesehen hat und wenn er ihn gesehen hätte, was er dann gesehen hätte. Also es ist in seiner Ausführung trostlos. Trotzdem ist es ein sehr wichtiges Buch, weil es eben zwei entscheidende Themen hat. Diese Schriftstellerberufung. Einer kommt als junger Mann nach England und hat diesen großen Impetus, Schriftsteller zu werden.
Und dadurch benimmt er sich eigentlich wie Parsival. Er befragt die Leute nämlich nicht. Er hat sein Vorurteil und er versäumt die große Zeit in England, nämlich die Zeit, als die Völkerwanderung nach 1950 beginnt. Das Imperium ist nur noch in Fassaden, in Lebenshaltungen, in Erinnerungen da. Und das zweite große Thema ist eben das Thema, dass es das englische Weltreich, zu dem er sich gesehnt hat, wo er nach Oxford gekommen ist, das die Kolonien schon hat verkommen lassen, dass es dieses gar nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, es ist leider bis auf das zweite Kapitel, wo er seine Biografie sehr schön beschreibt, ein äußerst mühsames Buch, wo jede Hecke und jede Rose geduldet. Verzeihung, ich kann das nicht ganz verstehen. Ein grausig langweiliges Buch, aber durch den Stoff immerhin wichtig. Das heißt zu Deutsch, das Parfum stinkt, aber es ist sehr gut. Nein, nein, das glaube ich nicht. Entweder stinkt ein Parfum oder es riecht gut. Nein, 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 ich glaube, man kann, das stimmt schon, was Herr Garasek sagt. Ich stimme Ihnen zu. Es ist kein Buch für ungeduldige Leser. Aber andererseits bedenken Sie doch, die Natur geht wirklich vor die Hunde. Der einzige Ort, wo sie wahrscheinlich noch aufbewahrt wird, diese Schönheit der südenglischen Landschaft, Parklandschaft, ist möglicherweise irgendwann mal dieser Text. Ja. Da lohnt es sich doch, genau hinzuschauen und genau zu beschreiben. Das hängt sehr davon ab, ob man eine visuelle Fantasie hat. Man muss sich schon irgendwie in diese Landschaft hineinknien. Und außerdem ist es wichtig, dass diese Einzelheiten so beschrieben werden, denn die englische Landschaft wird ja am Anfang und auch am Ende wieder kontrastiert mit der von Trinidad. Gnädige Frau, darf ich Sie mit einem Zitat behelligen? Nein! Weil, ne, ganz kurz, doch, ich mache es. Also es brechen da drei Bäume zusammen, auf Seite 337. Nun waren zwei der drei Espen wie Zweige durchgebrochen und sahen, allerdings in großem Maßstab, ähnlich aus wie durchgebrochene Zweige. So ist also, wenn das eine anschauliche Landschaftsschilderung ist. Und so geht das Buch, arbeitet dauernd mit sprachlichen Tautologien und Doubletten, die mich doch etwas enerviert haben. Wir müssen. Darf ich nur sagen, also ich meine, wir lassen die Menschen hier völlig aus. Es sind zwar Sketches von Engländern, aber sie sind doch äußerst signifikant und eben von dem Blick eines Außenseiters gesehen, der zum Beispiel bemerkt, dass diese Menschen so machen, als seien sie unabhängig, innerlich unabhängig, aber im Grunde sind sie unterwürfig. Er beschreibt also das verheerende Klassensystem, an dem England ja wirklich zugrund geht, und sieht das mit einem sehr scharfen Blick. Das ist ja schon wieder eine Färbung, verheerend. Er bewundert es sehr. Er beschreibt Menschen, die aus diesem Klassensystem rausfallen und zerbrechen, weil das Klassensystem nicht mehr funktioniert. Denken Sie an den Gärtner, der ist enttäuscht, dass diese feudale Ordnung da nicht mehr klappt, dass er einfach entlassen wird. Also so verheerend empfindet er die alte Ordnung nicht, er hat eine elegische Sehnsucht nach ihr. Ich will auch dem Buch wirklich insofern Gerechtigkeit widerfahren lassen, sagen, dass ich erschrocken war. Ich habe nachher nachgelesen nochmal und versucht zu, ich dachte, dieser Naipaul, lebt der eigentlich als Autist? Ich habe selten einen so einsamen Autor gesehen. Ich habe nachher erfahren, er hat eine Ehefrau. Ja, und die seit kommt Jahren, in den, seit vielen die, Jahren. Also das heißt ja, und das er ist geht doch auch gerne Roman in Bordelle, habe ich in einem Interview gelesen. Also ganz so einsam ist er nicht. Nein, 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 die Sache ist ja, es ist ja ein Roman. Es ist ja vielleicht doch keine Autobiografie. Und was er da braucht, ist diesen einsamen Menschen, der als... Aber dieser Mensch, der sich erinnert, wenn er einmal im Jahr zu jemandem gesagt hat, oder jemand zu ihm gesagt hat, die Blumen wachsen in diesem Jahr nicht, das ist ein großes Ereignis. Es ist möglicherweise ein großes Ereignis. Ich möchte an einen Satz von Ihnen anschließen, Frau Klüger. Sie sagen, der fremde Blick. Und in der Tat, er hat also einen ethnografischen Blick, den man nur als Außenseiter haben kann, der England anschaut, als ob es eine vollkommen fremde Gesellschaft wäre. Und der auch diese Menschen dort anschaut. Er hat auch diesen soziologischen Blick, der unglaublich präzise ist. Diese Menschen sind ja überhaupt nicht mehr im Boden verwurzelt, wie man vielleicht kitschigerweise glauben Frau könnte. Löffler, was würden Sie sagen? Das sind Kleinbürger mit halbstädtischen Lebensgewohnheiten, die zufällig am Lande noch leben. Ja. Also diese Präzision, die der Naipaul sonst den Gesellschaften in der dritten Welt zueignet, wenn er dort auf Reisen ist, in seinen wunderbaren Reiseberichten, die hat er zum ersten Mal auf England angewendet. Das ist das einzige Buch, das in England spielt. Ja. Richtig, ja. Ich habe einen merkwürdigen Verdacht, den ich zart ausdrücken möchte, niemanden verletzend.
dass hier ein bisschen unaufrichtig über das Buch gesprochen wird. Es ist das Buch eines wichtigen, beinahe bedeutenden Autors. Und manche Leute haben die Neigung, schwache Bücher großer oder bedeutender Autoren zu loben. Er ist ja ein Mann mit großen Verdiensten, wissen wir, Dritte Welt und dies und jetzt kommt das neue Wort, multikulturell und dergleichen. Aber wir können doch offen sagen, es ist ein sehr schwaches Buch. Es hat einen merkwürdigen Fehler. Ich habe einen Widerwillen gegen sehr viele Autobiografien. Sehr viele. Autobiografien haben oft, wenn es sich nicht um Autobiografien, weiß ich, von ganz großen Persönlichkeiten wie Winston Churchill oder so handelt, den Fehler, dass sie naturgemäß mit enormer Egozentrik geschrieben sind, klar, aber das Exemplarische vernachlässigen. Nur ganz kurz, Frau Klüger hat diesen Fehler nicht gemacht, denn sie hat ihr Leben erzählt und eine exemplarische Geschichte in dem Buch Weiterleben vorgelegt. Mir geht es darum, wozu lesen wir überhaupt solche Autobiografien, wenn sie nicht von enormen Figuren der Weltgeschichte stammen? Aber Herr Reicher-Nitzsche, warten Sie mal, lassen Sie mich mal den einfachen Gedanken zu Ende führen. Goethes Dichtung und Wahrheit interessiert uns nur aus zwei Gründen. Erstens, weil es um Goethe geht und zweitens, weil der Kerl sich darstellend die Epoche dargestellt hat. Das tut Nepal sehr in Grenzen. Aber er stellt das Empire dar. Also die Epoche Empire. Stellt er mehr dar als sein Leben. Das habe ich ja gesagt, sein Leben kommt gar nicht vor. Praktisch. Also aber er wiederholt sich immer, ja, das zerfällt alles, wir wissen es nun mal. Dieses Buch ist ja wirklich eine große Metapher, wie sie größer gar nicht denkbar ist, nämlich für den Verfall und Untergang des Empires. Was will man mehr an exemplarischer Darstellung? Aber das wird ja nur seit 40 Jahren dargestellt. Ja, dann nennen Sie mir einen Roman, der das wirklich so auf den Punkt bringt wie diesen. Es ist nur so, wenn Ihnen jemand aus Ihrer Bekanntschaft erzählt, ich brauche jetzt im Jahr 5.000 Pfund für Heizkosten. Und dann kommen seitenlange Überlegungen. Ja, für 5.000 Pfund, da habe ich 1950 noch 2 Jahre leben können. Und 1960 hätte ich mir noch so viel kaufen können. Da würden Sie doch sagen, Kind, ja, das ist etwas komisch, albern und redundant. Ich habe sofort nachgerechnet, was ich damals um die Zeit verbraucht habe. Und es hat mich interessiert. Herr Karas, Sie loben das Buch unentwegt, aber zwischendurch sagen Sie, es ist tödlich langweilig. Nein, darf man nicht ein zwiespältiges Verhältnis zu einem Buch haben? Ich glaube nämlich mit den beiden Damen, es ist wirklich trotz allem ein eindrucksvolles Bild einer Epoche, und zwar eines enttäuschten Dritte Weltbesuchers, der in die Heimat kommt. Das ist sozusagen das Schlusswort über dieses Buch. Wir haben Freunde, wir haben keine Zeit. Wir haben noch 4 Bücher. Der Roman Der englische Patient von dem Autor Andatsche. Ja, also ich tue mich auch schwer, wie Frau Löffler, zu glauben, dass Andatsche ein angelsächsischer Autor ist. Also halt, dieses Missverständnis muss gleich geklärt werden. Ein angelsächsischer Autor ist einer, der Englisch ganz hat? Gleichgültig, wo er geboren wurde und wo er lebt. Einer, der in englischer Sprache schreibt. Also bitte, nachdem müsste der Norbert Gstrein sofort ein deutscher Autor sein, was er nicht ist. Aber Norbert Gstrein, zu dem wir noch kommen. Selbstverständlich ist er ein deutscher Autor. Ja, aber man kann ja sagen, dass er in Tirol geboren wurde, ist doch gleichgültig. Also Andatsche. Andatsche wurde in Sri Lanka geboren, in England erzogen, ist jetzt Kanadier und ist teils asiatischer Herkunft. Das Buch, Der englische Patient, spielt in Italien, nördlich von Florenz. Die Zeit ist Anfang 1945, der Krieg geht zu Ende. Wir sind in einem verlassenen Lazarett, das vorher ein Nonnenkloster gewesen ist. 4 Hauptpersonen, der Patient des Titels, der an fürchterlichen Brandwunden leidet, eine kanadische Krankenschwester, die ihn freiwillig pflegt, und die psychisch vom Krieg, also auch psychische Wunden vom Krieg mit sich trägt. Sie trauert um ihren Vater, der gefallen ist, und um eine Abtreibung. Dann kommt noch ein italienischer Spion hinzu, der früher Dieb war und dem die Nazis die Daumen abgehackt haben. Und zu diesen dreien gesellt sich ein Inder, der an der indischen Armee dient und der verantwortlich ist für Entschärfung von Minen.
Und diese Entschärfung von Minen, das ist ein Hauptmotiv, das sich durch das Buch zieht. Das Buch handelt dann von den Beziehungen dieser Menschen zueinander, auch handelt von ihren Vorgeschichten. Und am Ende ist es August 1945, die Atombomben fallen auf Hiroshima und Nagasaki. Der Inder hat das Gefühl, dass seine ganze Arbeit, Entschärfung der Minen, für nichts war, denn die Weißen fügen der braunen Bevölkerung der Welt katastrophales Unrecht zu. Ja, es ist ein Buch, das einen ähnlichen Blickwinkel fast hat, scheint mir, wie der Naipaul. Das ist auch der Blick eines Kolonialengländers auf Europa. Mit den allen Ambivalenzen und Gespaltenheiten, die so ein fremder Blick auf Europa hat. Vielleicht sollte man sagen, dass es zwei Landschaften gibt, die in diesem Roman eine große Rolle spielen. Einerseits die Toskana, Sie haben es schon gesagt, also eine europäische Kulturlandschaft par excellence, und andererseits die Wüstenlandschaft von Libyen, die in der Vorgeschichte dieses englischen Patienten eine große Rolle spielt, denn dort hat er gelebt. Und diese beiden, also die Wildheit Libyens und diese alte, aber doch zerstörte und von Bomben unterwühlte und von Minen, unentschärften Minen unsicher gemachte Kulturlandschaft, die sind eigentlich einander gegenübergestellt. Es ist ein merkwürdiges Missverhältnis zwischen der Geschichte, wenn man sie platt erzählen würde, käme man schnell auf Abenteuerfilme, Five Graves to Cairo von Billy Wilder, diese Rommellager für Benzin zum Beispiel, die da in der Wüste angelegt werden, werden da nacherzählt. Es wird Casablanca nacherzählt, es werden andere Filme nacherzählt. Trotzdem, da dass die Figuren sozusagen rekonstruiert werden aus dem Jahr Null, aus dem Jahr 45, aus den Tagen kurz vor dem Fall der Atombombe, im Krebsgang sozusagen rückentwickelt, was sie alle für Wunden und Verletzungen aus dieser letzten europäischen mittelalterlichen Metzelei mitgetragen haben, und vor der ersten wirklich neuzeitlichen Metzelei, nämlich der Atombombe, ist es ein sehr kunstvoller Roman. Jetzt muss ich aber schon wieder einen Einwand machen. Und diese kunstvolle Konstruktion eines Mannes, der jede lyrische Tonlage auf das Genaueste beherrscht, der Liebe beschreiben kann in einem geradezu wunderbaren Stil, der Bomben entschärfen zur Poetik macht, ja, genau, wirklich, ja. Dass, wenn man das liest. Trotzdem, das Buch droht, hat zwei Gefahren. Es droht, stehen zu bleiben. Die Figuren stehen irgendwie auf der Stelle durch diese Rückentwicklung. Und das Zweite, dieses Ende mit der Atombombe, ist ein Knalleffekt, der wie aufgesetzt wirkt. In all diesen Bildern gesagt, dieser Inder, dieser Sikh, der die Bomben entschärft, am Schluss auf einmal, ich habe genug von euch, und sagt einen Leitartikel auf und verschwindet mit dem Motorrad. Darf ich sagen, naja, ich glaube, er hat noch einen dritten Fehler. Dieses Buch ist unglaublich literarisch. Was da an literarischen Anspielungen und Anregungen drin ist, ist wirklich ungeheuerlich. Also ja, ist das schlecht oder gut? Ich finde, dass in dem Fall halte ich das für einen Fehler. Ja. Also beispielsweise, man kennt alle Motive, kommen einem aus der Literatur entgegen. Hemingway, das kriegsversehrte Liebespaar im Zelt. Saint-Exupéry, der einsame Pilot über der Wüste. Und dann Kiplings Kim, der ja, ist ununterbrochen zitiert. Zu dem Inder. Das gibt dem Ganzen zwar einerseits, würde ich sagen, eine Überdeterminiertheit, eine literarische Überdeterminiertheit, merkwürdigerweise aber so eine eigentümliche Leere darunter. Mhm. Naja, wenn Sie dem Buch das Literarische, das in enormer Menge vorhanden, Robinson Crusoe und Kim von Kipling und Stendhal wird ja referiert. Ja, die Kartause von Wenn Parma. Wenn Sie das wegnehmen aus dem Buch, dann bleibt beinahe nichts übrig. Sehr wenig bleibt. Ich habe gesagt, es ist überdeterminiert. Ja, Zum Beispiel, der englische Patient, der Verbrannte, liegt in einem Zimmer in dieser Villa. Es ist nicht ein gewöhnliches Zimmer. Es ist das Zimmer des Polizian, also des großen Humanisten von Florenz. Muss es denn unbedingt gleich Polizian sein? Auf der anderen Seite, er kann zitieren, zum Beispiel. Er gibt ja am Schluss die Quellen auch an. Er zitiert beispielsweise eine Beschreibung afrikanischer Winde. Ich habe so etwas Poetisches selten gelesen. Also ich glaube, aber das ist auch angelesen. Ja, ist zitiert sogar. Ihr seid drauf und dran.
glaube ich, einem nicht sehr bedeutenden, aber auch nicht schlechten Buch ein Unrecht anzutun. Man darf nicht zu viel von der Sache erwarten. Zunächst die starke Verwendung literarischer Motive, dass da Romane, Figuren, Konstellationen und so weiter referiert werden und so weiter, ist zum Teil schon reizvoll. Also, wie die Geschichte von Kandaules und Gyges mit der Rhodope, die nackt gesehen wird von dem Gyges, erzählt. Die Geschichte, die wir erkennen aus dem Stück Gyges und sein Ring von Hebbel. Das ist schon sehr gut gemacht, weil das auf die Figuren bezogen wird, die wenigen, die in dem Roman auftreten, die das erleben und die darauf reagieren. Das ist das eine. Das andere, der Roman hat eine Anzahl von erotischen, nicht Sexualszenen, aber erotischen Szenen, zumal in der zweiten Hälfte, die sehr schön geschrieben sind. Das ist kein großes Werk der Literatur. Wenn Sie besucht den Sieg. Eben, das ist sehr schön. Das kann er machen. Er hat eine große Zärtlichkeit in den Beziehungen zwischen den Leuten. Er hat aber noch eine merkwürdige Sache. Ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich gelesen haben wie ich. Ich habe den Eindruck, diese vier Figuren, einschließlich der Hannah, dieser Krankenschwester, die er sich geliehen hat aus Hemingways in einem anderen Land. Und aus seinem vorhergehenden Buch hat er sie. Kommt ja schon vorher vor. Richtig. Die hat er sich von sich selber geliehen. Diese vier Figuren sind nicht sehr stark, gar nicht mal so deutlich sichtbar. Was interessant ist in dem Buch, und das sollte man immerhin nicht unterschätzen, ist die Konstellation, das heißt die Beziehung der Figuren zueinander. Das macht er viel besser. Da ist er schon beachtlich. Nur, das ist keine große Literatur. Und wenn man das anhebt auf so ein Niveau, dann sagt man, dies ist schlecht und das ist schlecht. Aber ich muss eins sagen, mich hat das Buch, mit Verlaub, bitte brüllen Sie nicht, schreien Sie nicht, mich hat es viel mehr interessiert als der Nightpool. Der und diese Landschaft Frau Klüger wollte noch ist ja unerträglich. Ja, was ich noch einbringen wollte, ist, dass dieser Kipp, der Inder, der verliebt sich in die italienische Malerei, genau wie er sich in die kanadische Krankenschwester verliebt. Und das, was ihm am Ende passiert, also die Atombombe passiert ihm irgendwie, das ist ja nicht aufgesetzt von Ondaatje, das ist jetzt die Geschichte hat das aufgesetzt. Und wir haben da ein Motiv und eben kein angelsächsischer Schriftsteller, richtiger angelsächsischer Schriftsteller würde das haben, wo sich dieser Inder, der sowieso nicht in der englischen Armee sein sollte, sein Bruder würde es nie im Leben getan haben, das lernen wir schon früh, dass er sich absetzt von dieser europäischen Kultur, nachdem er sie lieben gelernt hat. Und das ist sehr wie Naipaul. Übrigens, das Ende mit Nagasaki oder Hiroshima, mit beiden am Ende, fanden Sie einen Knalleffekt. Wissen Sie, es gibt bei Thomas Mann in den Briefen eine schöne Äußerung. Nämlich, es gibt Leute, die den Richard Wagner für einen ganz kalten Faiseur halten, nicht Friseur, Faiseur, der dolle Knalleffekt ans Ende des, weil er Isoldes Liebestod ans Ende dieses Stückes über Tristan Isolde. Am Anfang wäre das Stück schnell zu Ende. Ja, ich finde, ähnlich wie Frau Klüger, dieses Ende gar nicht aufgesetzt. Darf ich zu dem Ende was sagen? Ich möchte zu dem aufgesetzt was erklären. Nachdem der Autor ohne mit viel Literatur, aber ohne literarische Verbrämungen schildert, wie es 1945 in Europa aussah. Nämlich, es war das absolute Chaos und er beschreibt den Tod in Neapel, wo die Nazis die Stadt in die Luft sprengen, wo es keine Wasserversorgung gibt, wo Tausende sterben. Es ist ein nachträglicher literarischer Gedanke zu sagen, da ist eine neue Bombe und die ist schlimmer. Das hat man in Europa damals gar nicht empfinden können, weil Europa war schon das Schlimmste. Dresden und Nagasaki sind sozusagen für die im Moment des Erlebens kein Unterschied. Das ist ein nachträglicher Gedanke des Unterschiedes. Das aber meine ich mit aufgesetzt. Das Buch ist doch nicht 45, sondern nein, aber die Figur denkt das 45. Ja, das empfinde ich als Knalleffekt. Ja. Die Figur kann das damals, die im Londoner Bombenkeller sitzt und bei jeder Bombe droht ihn, sein Chef ist in die Luft gegangen. Es ist egal, wenn man im Krieg ist, ob man neben sich einen krepieren sieht oder hört, dass es woanders
100.000 sind. Ja, da hat Karasek recht, das glaube ich auch. 45 recht. Konnte niemand wissen, wenn er gehört hat, auf Nagasaki ist eine neuartige Bombe niedergegangen, was für ungeheuerliche Wirkungen hatte. Das Leitartikel. Stimmt teils. Also ich erinnere mich noch, wie ich über diese Bombe gelesen habe, und es war entsetzlich. Man hat gewusst, da ist was Neues. Was man nicht gewusst hat, war Fallout. Nicht? Man hat nicht gewusst, wie viel Schaden sowas anrichtet. Man hat schon gewusst, dass das ein größeres Loch macht. Mit Recht nennt man Auschwitz, Dresden, Hiroshima und Nagasaki gleichberechtigt als Horror, der bis dahin unvorstellbar war. Aber das ist ganz wichtig. Jetzt der Sieg, der Kipp, für den ist es wichtig, dass die Weißen, die alle als Engländer bezeichnet, etwas eine solche Bombe auf die Braunen, also auf die Japaner setzt. Richtig. Und das ist ein Problem, das von Anfang an hat. Keinen Sinn. Wir reagieren anders. Ich will sagen, warum. Frau Klüger und ich reagieren darauf anders und finden gar nicht, dass das ein Knalleffekt ist. Das ist ein einziger Grund, weil wir beide älter sind als Sie und uns gut erinnern können, dass wir 45 ungefähr begriffen haben, dass das was Schreckliches ist. Natürlich haben wir begriffen. Sie waren noch ein Baby, Sie Glücklicher. Sie sind so jung. Wir haben begriffen. Wollen nicht weiter rechnen. Ja. Nein, wir rechnen nicht weiter. Also, das ist noch nicht das Schöne. Noch etwas ist natürlich bei diesem ganzen Roman. Dass er sehr gut gebaut ist, dieser Roman, wäre übertrieben. Er macht den Eindruck eines chaotischen Romans. Er ist nicht chaotisch, er ist genau geplant. Von Anfang bis zu Ende ist alles geplant, gebaut. Nur merkwürdig, er hat solche Schwierigkeiten mit den Figuren. Ihn interessiert die aus anderen Quellen genommene, übertragene Literatur mehr und die Beziehung zwischen den Figuren. Die Figuren selber, ach Gott, ich kann die Krankenschwester von der Krankenschwester bei Hemingway so genau nicht unterscheiden. Und eins ist sicher, natürlich so ein Kerl wie Hemingway mit dieser enormen Kraft, die der Hemingway in diesem fabelhaften frühen Buch in einem anderen Land entwickelt hat, ist dieser Andatsche nicht. Das Buch Gott sei Dank, hat ein gebrocheneres, anderes Verhältnis zu dem Krieg, als es Hemingway damals haben musste und konnte. Das kann man nicht vergleichen. Es ist eine andere Epoche. Er ist auch jünger, nicht? Er erinnert sich nicht an den Krieg. Er erfindet ihn sozusagen. Ja, aber damit wäre das Wichtigste gesagt. Nun, Wolfgang Hilbig aus der ehemaligen DDR, jetzt im Westen, Herr Karasek. Das Buch heißt Ich. Und ist, man erschrecke nicht, ein Stasi-Roman. Aber es ist ein Roman, der zeigt, wie ein Autor erst in einer Provinzstadt und dann in der Hauptstadt Berlin von Staatssicherheitsdienst zum Schreiben, zum Denunzieren und zum Leben gebracht wird. Der Roman hat für mich ein paar hervorstechende Qualitäten. Es ist das erste umfassende Porträt, das die DDR in ihrer ganzen Abscheulichkeit, Tristesse, Nischenseligkeit, Versoffenheit und so weiter, Verzweiflung zeigt. Es ist zweitens ein Roman, der ganz deutlich zeigt, dass ein Staat durch diese Grenze, was inzwischen natürlich längst weggefallen ist, geradezu krampfhaft und krankhaft definiert war. Will er fliehen? Will er wegreisen? Will er hierbleiben? Es geht nur um dieses Wegreisen, hierbleiben und so. Und das dritte große Element ist, dass der Autor am Schluss erkennt, dass dieser Staat nur vom Hass auf die Stasi, die sich in alle Seelen eingenistet hat, zusammengehalten wurde. Und jetzt erklärt mir dieses Buch auch ein Phänomen der Nach-DDR-Zeit, warum dieser Hass so gegenstandslos wird. Weil dieses Buch auch beschreibt, dass diese Wühlarbeit, dieses Aufschreiben gar nicht so viel Schaden anrichtete, sondern nur den Hass der ohnmächtigen Opfer. Wenn der Druck der Stasi weg ist, sagt man, was haben die eigentlich getan? Sie haben schlechte Literatur geschaffen. Das ist sozusagen, also verkürzt ausgedrückt, der Inhalt dieses großen Romans. Ja, es ist natürlich ein Roman über Literatur. Ja. Eine Gesellschaft, die eigentlich sich selber dauernd literarisiert. Weil eigentlich ist ja die DDR, so wie sie in diesem Roman geschildert wird, eine einzige große, möglicherweise schlechte, aber Fiktion.
Sie ist zusammengesetzt, zusammengeschrieben aus Zehntausenden, aus Hunderttausenden Stasi-Spitzelberichten. Also eigentlich das, was die Gesellschaft ausmacht, ist nur das, was in, was in den Spitzelberichten über sie geschrieben wird. Also der ganze Staat ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Der ist nur noch eine Simulation dessen, was in diesen kilometerlangen Akten und Spitzelberichten steht. Das halte ich für den raffiniertesten Gedanken. Einmal in dem Roman wird es sogar gesagt, eigentlich wäre das Ziel dieser unausgesetzten Bespitzelung, dass zum Schluss das Staatsvolk identisch ist mit den Spitzeln. Dass also jeder jeden bespitzelt, sodass man nicht mehr weiß, was Staatsvolk ist und was Spitzel ist. Das halte ich für einen so absurden, aber gleichzeitig so einleuchtenden, geradezu genialen Gedanken. Ja, hier ist ein merkwürdiges Problem in diesem Buch. Ich erinnere mich, dass wir hier in diesem Kreis diskutiert haben mit Peter von Matt, wo ich gesagt habe, es müssen ja irgendwann die Romane über die ehemalige DDR kommen, wie das eigentlich dort war und so weiter. Und der Peter von Matt sagte, nein, um Gottes Willen, wollen Sie das ganze Zeug nochmal erleben, lassen Sie mal, nur Gottes Willen. Die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Ich habe damals gesagt, nein, das ist ein Stück deutscher Geschichte und ob das nur Dreck oder nicht Dreck war, es kann nicht so alles unter den Teppich gekehrt werden. Die Literatur muss sich damit auseinandersetzen. Nun muss man sagen, dass Hilbig ein Autor ist, der über 50 Jahre alt ist, der schon einige Bücher veröffentlicht hat. Und wir haben ja hier im literarischen Quartett über ein kleines Band mit kleinen Prosastücken von ihm doch ziemlich, damals erinnere ich mich kurz, aber respektvoll gesprochen und gesagt, das ist kafkaeske Prosa, die die Atmosphäre in der ehemaligen DDR, Leipzig und dergleichen sehr gut wiedergibt. Das kann er Milieu schildern. Und ich frage mich offen, warum hat mir das Buch so missfallen? Ich weiß, es ist ein ungeheuer wichtiges Thema. Ja, ja, das Thema ist sehr wichtig. Themen gibt es umsonst. Man muss was daraus machen. Nein, das Buch hat gar kein Thema. Das doch, Thema, Stasi ist das Thema. Ja, das nein. Thema ist nicht. Nein, so einfach ist das. Doch. Nein. Es ist wirklich nicht so einfach. Also, mich interessiert, als Amerikanerin interessiert mich die Stasi vielleicht weniger als euch alle hier. Aber was mich da fasziniert hat, war, dass es doch ein Roman unter anderem über eine Ich-Findung ist und über eine Sozialisierung, die zutiefst. Bitte. Ja, das ist für ein Schlagwort. Naja, ich hab's nicht gesagt. Sie haben ihr das Wort im Mund gedreht, um es hinzurichten. Ja, genau so. Es ist anders als bei Frisch, weil in diesem Fall wird die Sozialisierung derartig gestört, dass der Mensch nicht zu sich findet, weil anonyme Mächte es ihm unmöglich machen. Und auf den ersten 100 Seiten fällt der Name Kaspar Hauser. Der Autor kommt sich vor, wenn Kaspar Hauser, also das ist der unbehauste Mensch schlechthin fürs 19. Jahrhundert. Und das ist nicht zufällig, denn Kaspar Hauser war, sein Gönner war befreundet von Anselm von Feuerbach. Und Feuerbach ist der Vorgesetzte von der diesem Deckname Erzähler. Der Deckname des Vorgesetzten. Ja. Also es ist unter anderem auch eine Art von Kaspar Hauser-Roman. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Man darf doch nicht vergessen, dass es ein Ich unter Anführungszeichen ist. Das heißt, wie die DDR, die ganze DDR. Ja. War in Anführungszeichen, so ist dieses Ich in Anführungszeichen. Das Raffinierte ist doch, ein weniger raffinierter Autor hätte einen Stasi-Spitzel von sich abgewehrt und gesagt, das ist, mit dem will er nichts zu tun haben. Aber der Hilbig bringt es auf den Punkt und sagt, ich bin es. Also dieses Ich ist dann sozusagen, er erlaubt uns nicht, ihn abzuwehren, den Spitzel und zu denunzieren, sondern er bringt ihn herein als sozusagen als die paradigmatische Figur dieses ganzen Staates. Was Sie eben gesagt haben, ist ohne Zweifel richtig. Das ist der Fall. Was mich an der Sache stört, ist Folgendes. Erstens, er operiert mit ganz wenigen Figuren. Das ist ein gutes Recht des Autors, im Grunde 3, 4, 5 Figuren. Das hat der Prozess auch so. Ja, ich habe gesagt, das ist sein gutes Recht, aber es steht in der Bibel. Du sollst nicht den Namen Franz Kafkas unnütz im Munde. Nein, hier führt man ihn, hier führt man ihn zum ersten Mal nütz im Munde. Ja. Wenn das zurück zu dem Hilbig. Der Roman ist sehr merkwürdig.
Er zeigt einen ganz, ganz muffiger Roman. Ich kann das eigentlich nicht ertragen. Aber ich weiß genau, welche Antwort ich zu bekommen habe darauf. Ich finde ihn muffig. Ich finde den Roman mit irgend so einem Mief durchsetzt. Ranzig, ein ranziger Roman. Schrecklich. Jetzt kommt der Einfall. Nein, nicht der Roman ist muffig, subaltern und medioker. Medioker, subaltern, muffig und abstoßend ist die Welt, die dieser Roman darstellt. Nein, Herr Reich-Ranitzky, ich weiß, was Sie stört. Na? Es ist nämlich in einem anderen Punkt auch noch ein radikaler Roman. Der Autor, und das riskiere ich jetzt als eine etwas vereinfachende Behauptung, schreibt aus einer nicht bürgerlichen Perspektive. Er ist ein Asozialer und er ist ein Proletarier. Wie und Hilbig, er ist Schriftsteller. Und er ist Schriftsteller. Er ist einer dieser heruntergekommenen Leute in Prenzlauer Berg. Und er beschreibt deren Milieu nicht, er schminkt es und parfümiert es nicht für ihre Nase, sondern beschreibt es so, wie es ist. Ja. Ich habe kein Buch gelesen, wo der Übergang, der Grenzübergang in Bahnhof Friedrichstraße so exakt und so festgehalten ist, dass ich denke, schon dieses Festhalten oder ein Abend in einer DDR-Provinz, ich gebe zu, Herr Reich-Ranitzky, ich habe das Buch schwer gelesen. Es ist wie mit einem Flug durch einen Acker mit Steinen gehen. Es ist keine leichte Lektüre. Sie quälen sich und dann loben Sie Ja, was, warum Sie denn? Sie leiden an der Literatur. Ja, aber Literatur kann ja nicht immer nur der Graf von Luxemburg sein. Hui und Pfui. Das Land des Lächeln soll es sein. Nein, das wollen Sie mir nicht unter Augenblick. Ich versuche etwas. Kinder, ihr lasst mich nicht aussprechen, was ich vorher zu sagen versucht habe. Ich will nur eins versuchen zu zeigen. Er zeigt eine muffige, abstoßende, engstirnige und widerliche Welt. Das ist kein Vorwurf, dass er sie zeigt. Der Vorwurf beginnt. Und versuchen Sie mal, den Gedankengang nicht gleich abzustoßen, liebe Frau Löffler. Er distanziert sich von dieser Welt nicht. Jetzt völlig ohne Ironie, ohne Distanz geschrieben, ohne Humor. Jetzt passen Sie auf. Es gibt ein Spitzenstück. Sie erzählen ihn so, als ob es ein realistischer Roman wäre. Das ist er nun überhaupt nicht. Nein, es ist keine Realität. Aber gucken Sie mal, es gibt so ein Spitzelwerk in der Literatur über Spitzel mit derselben Pointe, dass der eine Spitzel den anderen Spitzel überwacht. Die Polizei von Mrozek. Richtig, die Polizei von Mrozek. Nur, Mrozek. Das ist eine Humoreske, eine Satire. Das ist dieses Buch nun nicht. Er distanziert sich, der Mrozek, von dieser Welt. Der ist mittendrin in dieser Welt und das ganze Muffige dieser Welt wird uns serviert. Nicht in Anführungszeichen. Nein, Herr Reich-Ranitzky, ich habe diesen Text irgendwie anders gelesen, scheint mir. Das ist eine ganz große Phantasmagorie. Bedenken Sie doch, dieser Spitzel lebt zum größten Teil in der Unterwelt. Er lebt in den Katakomben von Berlin. Das sind die Passagen, die wirklich atemberaubend sind. Die sind wirklich kafkaesk. Der irrt unten immer in dieser Unterwelt herum, schnüffelt und spitzelt herum, glaubt, dass er von unten wissen könnte, was sich auch in der Oberwelt ereignet. Das ist ein so starkes Bild. Das ist eine so versengende und versehrende Vorstellung, die weit über einen planen und platten Realismus hinausgeht. Ich finde es natürlich sehr erfreulich, dass Sie das Ganze so anders empfinden und lesen als ich, denn dafür werden wir ja hier bezahlt, dass wir unterschiedlich die Bücher gelesen haben und unterschiedliche Ansichten. Steht nicht im Vertrag, dass wir unterschiedlich sein müssen. Und wir, das lässt sich hier nicht verheimlichen. Hier ist noch ein Punkt, Frau Klüger, Sie kommen gleich dran. Das Buch ist unendlich hochgelobt worden. Daran sind Sie, Frau Klüger, Löffler, weiß Gott, nicht schuld. Es sind Kritiken unterschiedliche geschrieben worden. In der Weltwoche ist eine kühle, sehr vernünftige Kritik von Herrn Steinert erschienen. In anderen Kritiken dolles Zeug. Also ich habe im Fernsehen von einem Kollegen vor 5 Tagen gehört, Hilbig ist nach diesem Roman einer der größten Schriftsteller des Jahrzehnts. Na, nur mal langsam, nur mal Luft rauslassen. Das geht also nun wirklich nicht. Aber ein Jahrzehnt ist doch so lang auch wieder nicht. Naja, also ich glaube nicht, dass dies überhaupt ein bedeutendes Werk der Literatur ist. Ich will es nicht glauben. Das ist eine Sache, die mich an dem Buch stört. Noch stört. Ich lese in dem Buch bestimmte Szenen und denke, verflucht nochmal, das habe ich doch schon mal gelesen. Das kenne ich doch alles, das hat er abgeschrieben, das ist ein Plagiator.
überhaupt kein Plagiator, hat gar nichts abgeschrieben. Ich kenne die Szene, weil sie 100 Seiten vorher im selben Buch schon dreimal vorkam. Er wiederholt immer wieder bestimmte Konstellationen, bestimmte Dialoge, bestimmte Situationen. Jetzt kommt das alte Spiel, das ich nicht ertragen kann. Nämlich, die Verteidiger des Buches sagen, tja, das ist die Spirale, das ist eben die Technik des Buches. Spiralförmig kommt er immer wieder auf dasselbe Thema. Mich langweilt die Spirale, ich kann damit nicht viel anfangen. Frau Krüger, helfen Sie uns doch. Ja, also ich habe recht Renitzke ad hominem Argument. Ich habe den Verdacht, Sie sind ein Mensch, der alle Bücher auf der Welt lesen will. Und Gott bewahre mich davor, das ist ja grausam. Ja, ich meine, einem solchen Menschen werden die meisten Bücher zu lang vorkommen. Das ist so wie jemand, der mit allen Frauen auf der Welt schlafen will, der wird sich bei keiner sehr lange aufhalten. Aber es gibt ein Vergnügen. Da habe ich leider nicht die Erfahrung, ja, aber ich habe das Spiegel gelesen. Ich habe den Spiegel gelesen. Ja. Aber Sie glauben doch nicht alles, was im Spiegel steht. Aber bitte, ich meine liebe Frau. Ich spreche ja nur vom Menschen. Ja. Aber der Punkt, auf den ich hinsteuere, ist, Herr Reich-Ranitzky, es gibt ein Vergnügen beim Lesen, das von Geduld und Aufmerksamkeit und sogar von Wiederholung abhängt. Und ein solches Lesevergnügen wohl bemerkt. Haben Sie dabei uns, erlebt? Bietet uns hilfreich. Ja. Freut ja. mich. Aber Geduld braucht man. Geduld braucht man. Mit Wiederholung muss man sich auch abwägen. Ich will nicht verheimlichen. Es ist keine Geliebte, sondern eine Ehefrau, das Buch. Ja, also nein, das ist, glaube ich, ein Buch, das erobert werden will. Und das ist doch eine Qualität. Wissen Sie, alles schon möglich. Ich habe lange Romane von Dostojewski gelesen, mich dabei überhaupt nicht gelangweilt. Wenn es heißt, man muss für einen Roman Geduld haben, verstehe ich, es gibt solche Romane, bin ich schon misstrauisch, etwas faul im Geschäft, wenn man Geduld haben muss. Die wahre gute Literatur erfordert von uns keine Geduld. Habe ich noch nicht gemerkt. Werden wir noch merken am Schluss, aber... Wir greifen noch nicht auf den Nabokov hin. Also Hilbich, ihr findet das fabelhaft, ich finde das Buch enttäuschend. Ich glaube noch etwas. Die Stasi, das Buch ist ja ganz konzentriert auf das Stasi-Milieu, also auf das Milieu, das von der Stasi beobachtet wird und die Leute, die es beobachten. Ich glaube, dass der Stoff, das Thema nicht ausreichen. Daraus hätte man eine Erzählung von 50, 70 Seiten machen können. Hunderte von Seiten wird das nun wiederholen. Aber ich bitte Sie, das ist aber wirklich die zentrale Metapher der DDR. Also das bringt doch der Hilbich wirklich wunderbar heraus. Das hilft mir gar nicht, das ist die zentrale Metapher. Ihnen, aber uns hilft es. Ja. Also ich denke, er hat nun wirklich das Buch über die Selbstaushöhlung der DDR geschrieben. Denke ich über auch. Die Stagnation, über die Selbstaushöhlung, über dieses nicht mehr leben können, aber auch nicht sterben können der DDR. Und das Verhältnis von Staat und ich, nicht? Ja. So, ich glaube, wir haben uns geeinigt, dass wir uns nicht einigen können. Wir können nur agree to disagree, anders geht's nicht. Wir kommen jetzt zu einem Österreicher, Norbert heißt er, glaube ich, mit Vornamen, Gstrein. Habe ich richtig ausgesprochen. Das ist ein kurzes Buch. Es wird als eine Novelle gehandelt. Das ist eigentlich eine Erzählung, eine Satire. 1931, ein Ballon steigt, ein neuer Höhenrekord soll erreicht werden. In dem Ballon ist ein Professor und sein Assistent. Statt Helden der Wissenschaft und der Technik zu sein, machen sie sich lächerlich, entblößen sich wörtlich und seelisch. Inzwischen, während sie in diesem Ballon da herumschweben, jagen auf der Erde die verschiedensten Interessengruppen hinter dem Ballon her, nämlich die Medien natürlich, es wird ein großes Medienspektakel, die Industrie ist dahinter her, die Nationalisten, Hitler taucht kurz auf als der Österreicher. Der Flug ist ein Erfolg, aber er ist total sinnlos am Ende. Der letzte Satz ist, glaube ich, es war Hollywood in seinem Glanz. Ja. Was mich an dem Buch so verwundert hat, ist, wie viel Anachronismen vorkommen. Das Buch spielt 1931. Ich habe gezählt, es kommen vor Bikinis, UFOs, es kommen vor Radar, es kommt vor die Midlife-Crisis, die Schickeria und so weiter und so fort. Nun habe ich gedacht, das macht er sicher mit Absicht, um seine Novelle zeitlos zu machen. Aber dann habe ich auf einmal einen schlimmeren
schlimmer meine ich jetzt von mir aus gesehen, einen erzählerischen Anachronismus. Da macht nämlich ein Mann, der sich besäuft, um zwei Mädchen zu verführen, zwei einfache Mädchen, ein Grammophon damals, 1931, an. Und das Grammophon klang für die Mädchen schallend, scheppernd, schmetternd mit Kratzgeräuschen. Da habe ich auf einmal gedacht, da hat jemand, der schon CD-Discs zu Hause hat, den Mädchen dieses Hörerlebnis nachträglich in die Ohren gelegt. Und das war ein Anachronismus, dem ich ihn dann nicht mehr verziehen habe. Verstehen tue ich kein Wort. Aha. So waren doch die Schallplatten 31. Ja, aber damals hat man noch nicht empfunden, dass es, man hat nach vorne geguckt. Das war wie mit der Atombombe. Ja, wie mit der Atombombe. Wir haben gelitten unter diesen Schallplatten, weil sie nicht gut waren. Also, Entschuldigung, darf ich den Thomas Mann-Kenner an den Zauberberg erinnern, wo Hans Castorp sich überhaupt nicht einmal äußert, dass er schreckliche Geräusche aus dem Grammophon kriegt, sondern sagt, er kriegt die schönsten Opernarien aber geliefert. Aber es steht anders. Gut, ich will mich darauf nicht versteifen. Es gibt Anachronismen jedenfalls. Also der schönste Anachronismus ist ja, und der ist ganz absichtlich, dass dieser Professor die großen Worte der Mondlandung im Kopf hat. Nicht der kleine Schritt und der große Schritt für den Mond. Was Sie hier machen, ist so, Sie können nicht den ganzen Shakespeare hinrichten. Sie sollen nicht mich rezensieren, sondern das Buch. Weil im Julius Caesar ein Turmglocke schlägt, was bekanntlich, eine Turmuhr, die es bekanntlich im Antiken damals gab es noch kein historisches Bewusstsein bei Shakespeare. Das ist eine andere Zeit. Das Buch ist ein anderer. Er beschreibt diesen Versuch, einen neuen Weltrekord im Ballonfahren aufzustellen. Dieser Ballonflug gelingt, aber andererseits auch wieder nicht. Denn gleich, kaum sind sie aufgestiegen, verheddert sich diese eine Leine. Das heißt, der Ballon ist eigentlich manövrierunfähig. Man könnte auch denken, dass das Ganze schief geht. Hilflos werden sie abgetrieben in die Alpen hinein. Auch da könnte noch alles Mögliche Katastrophale passieren. Sie haben eher Glück, dass sie landen und heil landen. Also Erfolg wider Willen sozusagen. Ungeplant. Man fragt sich eigentlich, warum erzählt er diese Geschichte? Mir schien zuerst mal, er will sich lustig machen über diese sogenannten Helden der Wissenschaft, indem er sie in Unterhosen zeigt und auch geistig in Unterhosen zeigt. Und da denke ich mir, das ist doch ein bisschen billig. Also die großen Helden, die ja damals doch auch einiges riskiert haben, jetzt im Nachhinein aus einem sicheren Abstand von 60 Jahren darzustellen, wie klein und lächerlich das eigentlich war und wie wenig fortschrittlich, ist mir ein bisschen zu billig. Es ist eine Frage, die es bei Naipaul und bei Ondaatje und bei Hilbig nicht gab. Bei Hilbig überhaupt nicht und bei Naipaul. Wir wissen, warum Naipaul dieses Buch, ob es uns gefällt oder nicht, geschrieben hat. Wir wissen, warum Hilbig ein solches Buch über die Stasi schreiben wollte oder musste. Egal, bedeutet doch gar nicht, dass es gut ist, aber das war sein Thema. Gut, bei dem Strein habe ich eine Frage, die ich glaube, ich beantworten kann, aber es ist nicht ganz leicht, nämlich, wozu hat er das Buch geschrieben? Genau, Warum hat er diese Geschichte? Das ist eine Satire auf die moderne Technik. Ich habe komischerweise auf einmal das Gefühl gehabt, er hat es geschrieben, weil man daraus einen so schicken Umschlag mit O2 machen kann. Ich hatte auf einmal wirklich das Gefühl, das ist wirklich ein Buch für den modischen Literaturschick, dass man in einem Jahr auf den Markt tut, weil es gut aussieht und weil es sich auch stromlinienförmig liest und weil er auch formulieren kann. Und eigentlich ist es so alsbald schnell. Es ist ein Kaffeehausbuch für anspruchsvolle Leute. Es ist ein Punkt. In der Kritik benutzt man gern die Wendung. Da hat sich ein Thema einen Autor gesucht und gefunden. Und dann gibt es die umgekehrten Fälle, also bei Uwe Jonsson, war klar, da ein Thema hat sich diesen Autor gefunden, der Autor konnte von dem Thema nicht weg, klar. Oder Naipaul ist natürlich sein ganzes Werk aus seiner Biografie zu verstehen. Hier, in diesem Fall dieses Herrn Strein, das war umgekehrt. Der saß am Schreibtisch und hat gedacht, worüber könnte ich jetzt ein Buch schreiben? Und dann hat ihn der Designer angerufen und hat gesagt, ich habe ein wunderschönes rundes O mit einem 2 und darüber schreibst du mir ein Buch. Das ist schon eine böse Unterstellung, das weiß ich nicht. So gemeint. Aber das Buch ist nur aus einem Impuls ist da. Noch ein Buch schreiben. Also zu dem Umschlag habe ich noch eine Fußnote oder eine Frage, da Sie erwähnt haben, dass
Die Sache beruht auf einer historischen Begebenheit, nicht? Ja, aber das wissen wir nur von diesem verdammten Klappentext. Ja. Wenn Sie den Umschlag wegschmeißen, so wissen Sie das nicht. Nun, es ist in Ordnung. Ja, dann weiß aber ich auch nicht, dass es Männerhelden sind, die auf dem Umschlag stehen. Ja, das ist die Frage, wenn wir es nicht wissen, warum auf dem Klappentext. Mit anderen Worten, ich sehe ein, dass der nur Professor und Assistent genannt wird, das ist irgendwie sinnvoll, aber wenn diese Information überhaupt beachtlich ist, oder, dann sollte es irgendwo in dem Buch als Nachwort oder als Vorwort, so macht merkwürdige Sachen mit ihren Klappentexten, nicht? Ja. Naja, das ist also wieder so ein. Genau. Ich glaube, wir sollten auf eine Sache verzichten. Ein für alle Mal. Im literarischen Quartett nie ein Wort über die Klappentexte. Das sind Werbetexte. Wenn Sie den Inhalt des Buchs wiedergeben, der im Buch selber nicht kommt, so ist das schon ein Phänomen, finde ich. Ja, aber ich glaube, auch Klappentexte darf man rezensieren. Ja, lohnt sich nicht. Werbeleute, das ist großer Quatsch. Nein, manchmal sind sie sehr, sehr gut. Das Buch hat hier ein Werbemann geschrieben, den Klappentext ein Dichter, glaube ich. Apropos Klappentexte. Ich habe mal großen Kummer gehabt. Ich habe mal über einen kleineren Roman von Nabokov geschrieben, vor 20, 25 Jahren. Und für diesen Roman hat der Herausgeber, Übersetzer Dieter E. Zimmer, den Klappentext geschrieben. Der war so gut, dass ich eigentlich als Kritiker nichts mehr zu sagen hatte. Ich habe dann 7 Seiten geschrieben, das ist eine andere aber Sache. Auch dieser Klappentext von Zimmer ist sehr gut. Aber der Falkstrein ist geklärt, hat keiner mehr was zu sagen. Welch ein glücklicher Umstand, Wladimir Nabokov. Das ist der Klappentext von Zimmer. Nein, wir reden nicht über Klappentexte. Quatsch, ich nicht. Ich habe über Nabokov ist so viel zu sagen, da müssen wir uns nicht beim Klappentext aufhalten. Also, Wladimir Nabokov, einer der großen Schriftsteller dieses Jahrhunderts, ein Russe, der Russisch geschrieben hat, 5, 6 Romane und der dann Russland verlassen hat, emigriert ist gleich nach dem Ersten Weltkrieg, hat viele Jahre in Berlin gelebt, bis Mitte der 30er Jahre, nie Deutsch gelernt. Behauptet er? Nein, er konnte wirklich kein Deutsch, ganz paar Worte. Er hat Deutschland immer verachtet, hat auch keine Ahnung von deutscher Literatur. Wenn er was sagt über deutsche Literatur, ist immer Quatsch. Mit Ausnahme von Kafka, den ich ja für einen deutschen Schriftsteller halte. Eure Nomenklatur mag eine andere sein. Zurück zu Nabokov. Er lebte also bis Mitte der 30er Jahre in Berlin, publizierte vor allem Romane, dann ging er für kurze Zeit nach Paris, dann nach Amerika und begann Englisch zu schreiben. Jetzt ein Missverständnis, das es immer gibt. Es ist unmöglich, von einer Sprache in die andere umzusteigen, um Romane, Erzählungen oder dergleichen zu schreiben. Das gibt es in der Weltliteratur nicht. Und da wird immer gesagt, Nabokov und Joseph Conrad, stimmt alles nicht. Man kann Artikel, wissenschaftliche, publizistische Arbeiten, da kann man aus dem Deutschen ins Französische, aus dem Französischen ins Englische umsteigen. Nabokov war Englisch keine Fremdsprache, er konnte sie, seit er ein Baby war. Er hatte eine englische Erzieherin oder 3 Erzieherinnen, sein Vater war ja ein Multimillionär und er konnte Englisch fabelhaft seit früher Kindheit. Und Conrad hat nie Polnisch geschrieben, er hat mit 15, 16 Englisch erlernt und war gleich ein englischer Schriftsteller. Aber zurück zu Nabokov. Er hat dann erst ins Englische übergegangen, Englisch und hat im Romane geschrieben und die besten Kenner des Englischen sagen, sprachlich vorzügliche Romane. Alle seine Bücher waren mehr oder weniger erfolglos. Man wollte ihn kaum lesen. Ein so fabelhaftes Buch wie der satirische Roman Pnin hatte zunächst überhaupt kein Echo. Erst der Roman Lolita, der erst nach großen Schwierigkeiten schließlich gedruckt werden konnte, hat den Welterfolg ihm beschieden. Dann haben die Leute sich um seine anderen Bücher auch gekümmert. Der Roman Die Gabe war bisher ein Mythos in Deutschland. Wir wussten, das ist ein großer, sehr schwieriger Roman in 2 Originalfassungen, Russisch und Englisch. Es ist der letzte russisch geschriebene Roman von Nabokov. Er wurde ins Englische übersetzt, aber die Übersetzung hat Nabokov selber überwacht, redigiert, korrigiert und man hat 2 Originalfassungen. Die deutsche Fassung musste aus beiden übersetzt werden. Um es vorweg zu sagen, ich habe den Eindruck, dass die Übersetzung alles in allem sehr gut ist. Sehr beachtliche Übersetzung. Es ist ein sehr komplizierter Roman und deswegen hat man vielleicht so lange gezögert, ihn zu
edieren in deutscher Sprache. Kompliziert warum? Es ist ein Roman über drei verschiedene Themen. Ein Thema ist ganz nebensächlich, wird nur von der Werbung hochgeputzt, das ist eine Lüge. Ein Berlin-Roman, eine Lüge, Etikettenschwindel, es ist kein Berlin-Roman. Es spielt zwar in Berlin, aber von Berlin ist da so gut wie nichts, ein paar Straßennamen, ganz wenig. Es ist ein Roman über das russische Emigrantenmilieu in den 20er Jahren, die Handlung spielt von 4 bis 29, in Berlin. Es ist ein Roman über einen Schriftsteller, einen Poeten, der im Mittelpunkt steht und dessen Kampf um die Literatur, dessen Kampf gegen die literarische Welt, die Kritiker vor allem, die ihn alle schlecht behandeln, wird dieser Kampf wird hier dargestellt. Dieser, das muss ich noch sagen, ich komme bald zu Ende, dieser Schriftsteller schreibt unter anderem eine große Abhandlung über den russischen Publizisten des 19. Jahrhunderts, Tschernyschewski. Diese Abhandlung ist 150 Seiten lang innerhalb des Romans und die hat Nabokov für seinen Helden Fjodor geschrieben. Tschernyschewski ist praktisch eine heute vergessene Figur, auch in Russland eigentlich nur in der kommunistischen Zeit stark gefeiert, weil man ihn zu einem Frühsozialisten erklärte, einem Urvater des Kommunismus gleichsam. Das sind 150 Seiten innerhalb des Romans. Der letzte Teil des Romans behandelt nicht mehr nur noch das Immigrantenmilieu und die Karriere, die Laufbahn, die Probleme des Schriftstellers, sondern ist eine sehr zurückhaltend dargestellte Liebesgeschichte, die offensichtlich auf eine Ehe hinführt. Das sind die Stoffe, die in dem Roman drin sind. Dieser Roman ist, das will ich nur sagen, aber wir werden darauf später zu sprechen kommen, aus ganz anderen Gründen als der Roman von Hilbig oder Naipaul, sehr schwer lesbar. Ich möchte gleich hinzufügen, für deutsche Leser. Und um den deutschen Lesern diese Lektüre überhaupt zu ermöglichen, sonst wäre es sinnlos, das Buch zu drucken, hat man es mit einem Anmerkungsapparat versehen. Dieser Anmerkungsapparat zeugt ein bisschen von dem Größenwahn mancher Editorinnen, nämlich sind 200 Seiten, von denen die Hälfte überflüssig ist. Es ist eine besessene Editionslust, die sich austobt. Aber es ist sehr genau ediert. Ja, ich selber habe mich noch eines Urteils über das Buch bisher enthalten. Es hat sehr viel komischerweise thematisch mit Naipaul zu tun, denn es ist auch ein Buch eines Autors in der Fremde. Mhm. Es ist eines Autors, der sich seine Heimat wie Naipaul erschreiben muss und der sich seine Heimat erschreibt auch in Auseinandersetzung mit herrschenden Strömungen in Russland. Das Buch ist in der Tat schwer zu lesen, aber jetzt komme ich auf das zurück, was ich schon des Öfteren gesagt habe, es lohnt in jeder Zeile. Und es ist das Buch von den Büchern, die wir heute, das ganz deutlich macht, dass dies der bedeutendste Autor ist. Das merkt man in jeder Zeile, auch wenn die Zeilen auf Nebenwegen zu Schmetterlingen und zu Asien reisen und zu einem Schriftsteller, der uns nicht mehr interessiert, führen. Es ist in jeder Zeile von einer höchst amüsanten, geistreichen, klugen Weltsicht, wenn er beispielsweise über den russischen Schriftsteller sagt, der zählt immer, wie viele Tränen er vergisst, sagt drei Tränen, da hält Nabokov inne und sagt drei Tränen bei zwei Augen, das rechnet sich schwer. Solche wunderbaren Nebenhiebe hat er gegen den Autor. Mir hat das Buch aus einem anderen Grund gefallen, der Schriftsteller auch noch gefallen, der Schriftsteller, den er zerpflückt, ist zwar unwichtig, aber es ist eine blendende und glänzende Abrechnung mit Feuerbach und mit dem Frühmarxismus. Der andere Feuerbach. Ja, ich sage nur der Namensgleichheit, es ist eine glänzende Abrechnung mit Marx, mit Lenin und es ist ein äußerst kluges antikommunistisches Buch, ein Meisterwerk und ich glaube, dass es deshalb damals schon von den Emigranten, das Kapitel durfte ja nicht abgedruckt werden, die Zeitschrift hat sich geweigert, die russische Zeitung, dieses Kapitel, diese Satire über den Dichter überhaupt abzudrucken. Ich glaube deshalb, dass es also, obwohl es ein Insiderwerk ist, das Werk einer Selbstfindung, trotzdem ein großer Roman ist. Naja, Satire.
Ich habe natürlich mit diesem berühmten vierten Kapitel, das diese Biografie dieses verschollenen 19. Jahrhundert-Publizisten enthält, auch meine Schwierigkeiten gehabt. Aber man muss doch das im Kontext sehen. Dieser junge Schriftsteller beginnt als Lyriker. Im ersten Kapitel hat er gerade seinen ersten Gedichtband veröffentlicht, zu gemischten Rezensionen. Und wir erleben mit in diesen fünf Kapiteln, wie er sich entwickelt zum Prosaschriftsteller. Und zwar über den Weg der, wir könnten es nennen, der lyrischen Biografie. Sein Vater? Zuerst einmal, sein erster Versuch ist, eine Biografie seines Vaters zu schreiben. Der Vater ist ein, fiktiv natürlich, ein berühmter Forschungsreisender und Schmetterlingssammler. An dieser Biografie scheitert der Sohn. Er macht einen zweiten Versuch, womöglich noch entlegener. Er schreibt die Biografie dieses Kritikers Tscherniszewski. Und da in dieser Biografie eigentlich erblüht er selber fast wie, fast könnte man sagen, wie ein Schmetterling, der aus der Raupe ausschlüpft. Er ist ganz großartig entfaltet, dass sich, es ist brillant geschrieben. Zunächst mal denkt man auch, es ist eine Satire. Man denkt auch, das ist politisch nicht korrekt. Immerhin war das ein Schriftsteller, der wegen seiner Zeitschrift, die er geleitet hat, auf 30 Jahre oder sogar auf Lebenszeit nach Sibirien verbannt worden ist. Das ist ja, immerhin ist damals ein Kritiker noch mit seiner leibhaftigen Existenz für jedes Wort eingestanden. Stellen Sie sich vor, wo wir wären. Wo wären wir? Wir würden uns wahrscheinlich alle schon in Sibirien treffen. Bringen Sie niemanden auf Gedanken, bitte, bitte. Ja. Da wäre es doch billig, wenn sich Nabokov nur über ihn lustig machen würde, beziehungsweise sein Stellvertreter im Buch. Ja. Ich glaube, dass solche Dinge wie zum Beispiel, was ist politisch korrekt, auf diesem Level des Schreibens überhaupt irrelevant sind. Dieser Text ist so gut geschrieben, dass er auf einer höheren Ebene schon wieder gerecht ist. Mhm. Ja, denn er ist nicht nur satirisch, sondern er zeigt diesen Menschen, der natürlich auch komisch ist und verbohrt und engstirnig und lächerlich, doch auch als eine unglaublich tragische Figur. Ja. Hinzufügen, also da, wir haben diese fiktive Biografie, diese Tscherniszewski im vierten Kapitel, wir haben über den Autor dieser Biografie, nämlich den fiktiven Fjodor, schon drei Kapitel gelesen. Und ein großer Teil der Leselust kommt von dem Jonglieren zwischen diesem Text und dem Autor, von dem wir wissen, dass er diesen Text schreibt, also dass er beeinflusst ist von seiner eigenen Emigranten-Existenz, denn er schreibt ja über die Anfänge des Sozialismus, unter deren weiteren Entwicklung er zu leiden hatte. Und es kommt noch eine dritte Ebene hinzu, nämlich die der Kritiker von dieser fiktiven Tscherniszewski-Biografie. Ja, das ist das Schwierigste. Da bin ich ratlos und ihr seid alle ratlos, denn es ist Folgendes. Zunächst einmal muss gesagt werden. Nein, das ist ja. Schon gut, ich muss ja. Das schon hören, bestimmt. Was ich jetzt sage. Zunächst einmal muss gesagt werden, Nabokov hält vom Werk Tscherniszewskis, deshalb wollten es die Emigranten nicht drucken. Überhaupt nichts. Ja, er hält das Grund, Werk für Lacher. Grund, ja, er hält das Werk für Lacher, viele andere. Aber was so gut ist drin, dass er sich auf etwas konzentriert, was typisch für Nabokov ist, nämlich diese Ablehnung von allem, was irgendwie wie Weltanschauung aussieht. Ja, passen Sie auf, hier geht es um Folgendes. Das muss man vielleicht klären. Er hält das Werk für dumm und belanglos. Findet aber die Biografie des richtigen, wahren Tscherniszewski bewegend und ergreifend. Es gibt auch Interviews von ihm, von Nabokov, aus der späteren Zeit, wo er die Gabe ein bisschen interpretiert und sagt, ein bewegendes Leben, deswegen habe ich den Fjodor dieses Kapitel schreiben lassen. Nur, dieses 150-Seiten-Kapitel, und da ist meine Ratlosigkeit, ist die ganze Zeit über eine Polemik gegen sowjetische Darstellungen dieses Tscherniszewski. Es sind ja mehrere Bücher über Tscherniszewski in der Sowjetunion. Das ist aber doch sehr witzig. Halt, ich sage nicht, dass es unwitzig ist. Ich sage nur, ich kenne diese Bücher nicht. Ich weiß nicht, was er tut. Es ist eine Polemik gegen etwas, was wir nicht kennen. Doch, wir kennen es in den Auswirkungen. Wir kennen die Argumentationsketten. Ja. Diese Argumentationsketten haben die europäische Literaturkritik und Auseinandersetzung über Literatur durch Jahrzehnte geprägt. Insofern wird das wieder wichtig. Aber ich glaube, wir haben was ganz Wesentliches unterschlagen. Sowohl die Kritiken über die Lyrik,
wie auch die Kritiken über diesen Tschernyschewski-Roman sind Fiktionen des Autors. Oh, doch, das träumt er nur. Oh. Der eine, der Tschernyschewski, ja, Entschuldigung, Zitate lassen Sie mich, ja, nee, zuerst, über Nabokko. Im letzten Kapitel trifft er einen Kritiker dieses Buchs, der da dieses gelobt hat. Scheinbar. Und auf, scheinbar. Ja. Und auf einmal sagt er, schade, ich sitze allein auf der Bank, aber das Gespräch hätte so stattgefunden. Das heißt, er entfaltet ein hinreißendes Spiel, wie nach Empfahlen Feuer auch, wo die Kritik selber auch Fiktion auf der, die ganzen lyrischen Besprechungen, erträumt er sich nur, setzt sich mit ihnen auseinander. Und das eigentlich auch ein Faden zu Hilbig. Ja, ja. Denn Hilbig ist hinter, also dieser Cambert oder das MW ist hinter einem Autor her, der eigentlich nur aus Zitaten besteht und der Reader heißt, also ein Leser ist und der Spitzel ist der eigentliche Autor. Dieses Spiel mit Autorentum, Autorenschaft, wie sagt man, Autorität kaum, ist lustvoll zu lesen. Es gibt eine wunderbare Zeichnung. Es gibt eine wunderbare Zeichnung von Saul Steinberg, eine Hand, die sich selber zeichnet. Und von dieser. Escher. Nicht Steinberg. Doch, es ist Steinberg, aber es gibt es auch bei Steinberg. Gut, ist egal. Also, das mag Steinberg sein, ist egal. Jedenfalls sind die beiden Bücher so konstruiert, dass sich jemand mit dem Schreiben selbst aus dem Sumpf zieht und in seine Existenz hinein. Darf ich noch einen Satz zur Polemik sagen, weil Sie sagten Polemik, Herr Karasek. Die Polemik ist doch etwas Zweischneidiges. Sie sagt doch mindestens ebenso viel über den Gegenstand, gegen den polemisiert wird, wie auch über den Polemiker. Und das, glaube ich, hat der Nabokov wohl auch mitbedacht. Denn natürlich wird über den Fjodor, über diesen weißrussischen Emigranten, doch auch sehr viel ausgesagt, indem er so gegen die Kommunisten polemisiert. Also eigentlich ist es ja auch eine Kritik, wenn man so will, an dem der Also Nabokovs Interviews sprechen eine deutliche Sprache, dass er sich mit seinem Fjodor auf das Schönste und hundertprozentig glücklicherweise identifiziert. Ja, aber Herr Karasek, der Leser liest doch ganz was anderes, als der Autor möglicherweise damit beabsichtigt hat. Außerdem, Peter Zimmer in diesen Anmerkungen sagt, dass das nicht unbedingt der Fall ist und zählt eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen Fjodor und Nabokov. Also einen Augenblick mal. Es ist so eine alte Geschichte. Man darf nicht sagen, irgendein Buch sei autobiografisch geschrieben. So Autoporträt. Sofort kommt jemand und sagt, nein, es ist eine erfundene Figur. Und er hat ja blonde Haare, während der Autor in Wirklichkeit braune Haare hat. Sein Vater hat keine Schmetterlinge gesammelt. Um es kurz sondern zu sagen, er selber. Es ist natürlich in hohem Maße, nicht in 100%, aber in hohem Maße ein Autoporträt von Nabokov. Seine Ehe. Auch die ganze Ehe mit der Emigrantin aus jüdischer Herkunft. Familie, das ist seine Ehe. Natürlich, es ist alles die ganze Zeit Nabokov. Und es ist noch etwas. Und jetzt bitte ich mich nicht zu beschuldigen, ich sei da gar zu empfindlich. Ich finde diese Auseinandersetzung Nabokovs mit seinen Kritikern so ausführlich im Roman dargestellt, ein bisschen kleinlich und lächerlich. Es geht um Kritiker, die die frühen Bücher von Nabokov in Emigrantenzeitschriften, die russischer Sprache in Paris, in Riga, in Warschau erschienen, gegen die wird polemisiert. Das waren Zeitschriften einer Auflage von 500 Exemplaren. Ach, das oder ist aber nicht der Punkt. Es geht doch darum. Doch, das ist der Punkt. Verzeihen Sie, Herr Reichernitzky. Er beschreibt ein Milieu, das es nicht mehr gibt. Damals, das habe ich auch erst aus dem Buch und aus den Anmerkungen erfahren, waren offensichtlich Hunderttausende weißrussische Emigranten in Berlin. Und in die zweite Paris. Kolonie war Paris. Ja. Die gibt es nicht mehr. Eigentlich sind das Phantasmagorien, die überhaupt nur noch in der Literatur aufgehoben sind. So wie dieses verelendende England auch nur noch beim Nepal in der Schönheit aufgehoben ist. Und das ist aber doch auch ein Sinn von Literatur. Also das ist ja, also ich weiß nicht, ob es ein Sinn in der Literatur ist, alles doch immer aufzuheben. Ja? Also hier aufheben, wird Mannheim im 19. Jahrhundert gezeigt, Sie, das gibt meine, es nicht. Aufheben schon im hegelschen Sinn. Ach so, auch dreifaches Aufheben. Ich weiß, ich meine was anderes. Also, zunächst, Berlin,
Es haben damals in Berlin rund 360.000 Russen gewohnt. Sehr viel. 360.000. Sie hatten eigene Vereine, Buchhandlungen, Verlage, mehr noch. Ja, zwei miteinander zerstrittene Schriftstellervereinigungen. Das ist selbstverständlich. Das ist immer in der Migration so. Das hat es noch nie anders gegeben. Aber sogar ein eigenes Theater in russischer Sprache. Alles gab es. Dann, als Hitler kam, hat es manchen nicht sehr gefallen in Berlin. Nabokov ist noch einige Jahre in Berlin geblieben. Es ist nie ganz geklärt, warum er eigentlich, wenn er die Deutschen so gehasst hat und Hitler nur an der Macht war und seine Frau Jüdin war oder jüdischer Herkunft, eigentlich gar nicht das Bedürfnis hatte, wegzugehen. Es hat einige Jahre gedauert. Er hat ja keine Existenz in Berlin gehabt, er war nicht an Berlin gebunden, er ist geblieben, egal. Und dann erst nach Paris gegangen und dann ist das Zentrum von Berlin, das ganze Immigrationszentrum, verlagerte sich immer stärker. Entschuldigung, ich habe eine Frage, weil Sie vorher in der Einleitung sagten, das sei eine Lüge der Werbung, dass es ein Berlin-Roman ist. Es ist immerhin ein Roman über, wie Sie richtig gesagt haben, 300.000 Bewohner des damaligen Berlins, eine beachtliche Minderheit. Und es gibt in dem Roman, und darauf möchte ich doch sehr nachdrücklich hinweisen, sehr genaue Porträts von der Berliner Wirklichkeit. Es werden die Hausmeister beschrieben mit ihrer kommunistischen... Es werden Straßenbahnlinien beschrieben, es wird der Kurfürstendamm beschrieben, es wird das Geräusch der S-Bahn beschrieben und es gibt vor allen Dingen zwei Stellen, wo Nabokov seinen ganzen Abscheu über Deutschland und die Deutschen in einer sehr genauen Beschreibung von Stimmungen in der Stadt ablädt. Also das soll man zumindest... Die Szene im Strandbad. Ja, zum Beispiel, wo ihm die Kleider geklaut werden. Nun, Augenblick mal. Sie dürfen doch nicht vergessen, dass schon Nabokov in vorangegangenen Romanen, die auch in Berlin spielten, Berlin und das russische Milieu viel genauer und meiner Ansicht nach besser geschildert hat. Besser aus einem Grund. Er hat sich hier nicht so Mühe gegeben. Das hat ihn hier nicht interessiert. Milieuschilderung war für ihn überhaupt eine Nebensache. Er wollte die Konflikte dieses Poeten und seinen Kampf um die Poesie darstellen und dann die Love Story mit der Sina. Das war das Wichtige. Berlin, wenig. Da gibt es die Agamemnonstraße und Zimmer hat rausgefunden, er meinte die Nestorstraße. Und die Toilette, ist ja ganz egal. Das Klo und der Park. Das ist doch ganz egal, welche Straße er meinte. Darf ich noch einen Satz zu dem Thema Autobiografie sagen? Es mag natürlich sein, und es ist ja unleugbar, dass er viele Elemente aus seinem eigenen Leben da hineinverwoben hat, aber das Entscheidende ist das nicht. Das Entscheidende beispielsweise an dieser Liebesgeschichte ist, das sind zwei sehr kapriziöse und anspruchsvolle Leute, und der Witz an der Geschichte ist, dass das Schicksal ununterbrochen versucht, die beiden miteinander zu verkuppeln. Die beiden sind aber viel zu kapriziös, die wollen sich nicht auf so billige Weise verkuppeln lassen. Sie gehen einander immer aus dem Wege, weil sie erst dann es raffinierter haben wollen und erst dann gelingt es dem Schicksal, also, sie zusammenzubringen. Und das Wir ist der literarische Reiz dran und nicht, dass es zufällig vielleicht die Vera ist. Das Autobiografische ist doch zum Beispiel viel wichtiger. Wir haben das Hauptmotiv ist Nabokovs Verlust über den Vater, der durch einen Terroranschlag ums Leben, und ich habe den klugen Anmerkungen entnommen, dass Nabokov sich sehr schwer tat, auch nur über diese überragende Gestalt seines Vaters zu sprechen. Und hier hat er den ersten Versuch genommen, und das ist ein sehr liebenswertes, sehr persönliches Porträt. Er wechselt zwar den Beruf des Vaters, aber es ist sicher das Porträt des liebevollen Sohns für seinen soeben getöteten Vater. Ja, liebe Augenblick. Wo bitte der Sohn wo der Vater nicht getötet ist, sondern am Schluss wieder aufersteht. Nein, nur als Vision, er ist natürlich tot. Es ist kein Zufall. Aber ich will damit nur sagen, dass er damit literarisch spielt und dass das Wie möglicherweise interessanter ist als das Was. Natürlich spielt er literarisch, das versteht sich doch von selber. Er spielt in allen seinen Romanen mit Motiven. Sie haben vollkommen recht. Es ist eine schwierige Love-Story zwischen dem Fjodor und der Sina. Das Schicksal führt sie zusammen und sie beide machen sich gegenseitig ewig schwierig. Warum ist diese Geschichte, und das muss endlich mal gesagt werden, natürlich interessant, natürlich gut geschrieben, das ist doch Weltliteratur, so viel schwächer als Liebesgeschichten in anderen Büchern von Nabokov, weil es seine eigene Geschichte ist, zu der er keine Distanz hatte. So wie der Hilbig zu der Stasi-Problematik keine Distanz hat. Nein, das ist unfair. Es ist, lassen wir den Hilbig in Ruhe. Das musste mal gesagt werden. Also,
Der Roman ist wichtig, der Roman ist belehrend und enthält hochinteressante Sachen. Mit den großen Romanen von Nabokov ist er nicht vergleichbar. Nabokov selber hat gesagt, das ist das beste Buch. Er hat an einer Stelle gesagt, in russischer Sprache, und einmal hat er die russische Sprache weggelassen. Überhaupt das Beste, was er geschrieben hat, das kennen wir. Das schwächste Kind und das etwas missratene Kind wird am meisten von der Mutter geliebt. Es ist nicht das beste russische Buch. Ein solches frühes Buch von Nabokov wie Maschenka, ein herrlicher, ganz früher Roman, ist literarisch, künstlerisch viel bedeutender als diese mühselige Darstellung der Laufbahn eines Dichters, die doch ein bisschen kleinlich immer geschrieben ist. Und auch wenn es um die Besessenheit geht, jene Besessenheit, die dargestellt wird am Beispiel des Hamba Hamba, der die Lolita liebt, das ist ja später und in englischer Sprache, die hat im ganz frühen Werk Nabokov, wo er den Schachspieler in den Mittelpunkt stellt, Luschins Verteidigung. Das ist hinreißend geschrieben. Ja, der ist auch Schachspieler, dieser Held. Ja, aber daraus macht Nabokov in dem Falle nicht viel. Na, jedenfalls ist sicher, wir haben über 5 Bücher gesprochen und haben natürlich viele Buchhändler enttäuscht. Mir haben Buchhändler gesagt, empfehlt Bücher, sagt immer, wie gut die Bücher sind. Wir wollen die Bücher verkaufen und ihr habt immer was gegen die Bücher einzuwenden. Der Hilbig ist gut. Ja. Ja, ja. Ihr habt immer was einzuwenden. Wir sind nicht dazu da, Reklame zu machen. Wir helfen gern den Buchhändlern und Verlegern. Es ist immerhin wie für Nepal. Die Anmerkungen im Nabokov sind nicht zu viel. Nein, sie finden gute, kluge Anmerkungen. Also jeder empfiehlt ein Buch. Und letztlich war noch nie so richtig wie diesmal unser Schluss, denn wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Thank you.